Willkommen zurück zu Dantes Inferno. Beim letzten Mal hatten wir keine Ahnung, was wir hier tun sollten. Wir hatten hier diese Statue, die hier rauf und runter fährt, wenn wir den Hebel hier betätigen, und wir haben hier so einen Klotz. Und das Rätsellösung ist denkbar einfach. Es ist quasi, man betätige den Hebel und nehme den Stein. Wenn ich darf, wenn er mir jetzt die Katze hier das 300.000 Mal gezeigt hat. Und dann schieben wir den einfach dahin. Ja, okay, gut. Hat jetzt nicht so gut geklappt, weil der Stein zu weit weg war. Aber machen wir halt einfach normal. Ne? Ich bin der Jens. Und dass ich halt diesen Stein dahin schieben soll, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Deswegen muss ich das tatsächlich halt nachgucken. Ich habe ja offscreen nochmal rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Aber irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. So. Und dann öffnet sich da ein Tor. Was? Weisheit der heiligen Lucia. Deine Zeit hier ist vorbei. Kehre zurück, woher du gekommen bist. Okay, ab nach Hause. Und, ja. Das. Manchmal sieht man halt so das Offensichtlichste vom Offensichtlichsten einfach mal so gar nicht. Das habe ich ja hier schon häufiger gehabt, das Problem. Und, ja. Ich lerne nie aus meinen Fehlern. Ich muss immer kompliziert denken. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ach ja, genau, hier runter. Och komm, ernsthaft? Muss das denn jetzt sein? Habt ihr kein anderes zu Hause? Ich frag ja nur. So. Ich bin da mal weg. Ne? So, genau, hier wieder runter. Irgendwie. Irgendwo hier links lang. Irgendwo daher, wo ich hergekommen bin. Damit ich dann irgendwie vorankomme. Da wird lustig. Bestimmt. So, genau, hier ist er. Da habe ich mich ja vorher noch gewundert, wie komme ich denn da hin? Und jetzt ist natürlich klar, wie ich da hinkomme. Wenn jetzt nur diese Möchtegern-Magier hier mir nicht auf den Keks gehen würden, dann würde es auch nochmal anders aussehen. Alter. So, jetzt habe ich ihn. Hier, spiel mal mit den Kreuzen. Kreuze sind voll unheilig und sowas, aber du darfst damit spielen. Das ist jetzt heilig, aber ist ja egal. Ach ja. Da. Sind sie alle erstarrt. Weiter so. So. Ich brauche mal eigentlich nicht wirklich die Schreine, aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Nehmen sie mal auseinander und dann können wir jetzt hier über diese komische Wand dann endlich weiterkommen. Und dann mal schauen, wo wir da hinkommen. Ich hab keine Ahnung. Aber wird bestimmt super. So, rüber hier. Nicht vom Feuer hier verbrennen. Muss nicht sein. So, und hier. Die Tür wieder auf. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Jupp. Ist auf. Können wir durch. Oh. So ein toller Schrein. Nehmen wir mit. Apropos Erfahrungspunkte, Seelen, was auch immer. Wir können doch hier unsere Magieleiste mal langsam einerweitern. Ja, ne? Läuft. Läuft, wackelt, sitzt, hat Luft. Hallo. Oh Gott, wie dreht sich das ja auch noch? Oh nein, nicht auf die Feuerwand zu. Nein. Ja, okay, und ich muss dann da irgendwie durch oder so. Ich weiß es selber nicht. Oh shit. Aber wir haben es überlebt. Es ist hier kein Instant-Tod wie an manch anderer Stelle mit dem Feuer. Der gute alte Instant-Tod. Nein! Oh shit, shit! Ich muss das natürlich vergeigen, ne? Wenn ich irgendwas kann, dann vergeigen. Ich kann gar nicht. Obwohl, theoretisch könnte ich es. Aber meine Erfahrung mit der Geige war auch irgendwie nicht sonderlich lange. Also ich habe Geige nicht gelernt, aber ich verstehe, wo da die Töne sind. Ich glaube nicht, dass ich halt sämtliche Mechaniken halt beim Geigespielen beherrsche, aber das ist ganz anders.
Jedenfalls, ich habe vergeigt. So. Das ist das, worauf ich hinaus will. Geh weg. So. Wir haben auch schon wieder fast ein Level-Up in der Unheiligkeitsskala gedöns. Mein Unheiligkeitslevel ist gestiegen bald. Ja, ist gut. Komm, geh weg. So, jetzt mit der nächsten Fahrstuhl weiter nach oben. Oh shit. So. Ja, ja, du mich auch. So, was macht das jetzt? Achso, es macht das Feuer grenzlich aus, wenn ich da nochmal hoch will. Okay. Da ist die Statue. Lass mich raten, der Hebel hier wird die Statue jetzt mal weiter nach oben befördern. Na, ja, sieht weitestgehend okay aus. Damit ist die ganze Statue auch hinüber und wir haben da eine Plattform, über der wir nach oben gelangen können. Möglicherweise. Aber erstmal Erfahrungspunkte. So. Können wir hier auch einmal speichern. So. Geht doch. Dann wollen wir hier durch. Schlitz dich auf, schlitz dich auf, schlitz dich auf, auf, auf. Okay. Nein, so komme ich da nicht lang. Ich muss hier. Wieder so ein Spaß. Na komm. Und weiter. Okay. Zwei tolle Erfahrungspunkte Schreine. Nehme ich mit. Kann man ja mal gebrauchen. Hier unten mal ganz kurz gucken, was ich hier so finden werde. Obwohl, muss ich hier dann vielleicht lang? Wo muss ich da oben weiter lang? Ist beides möglich. Beides sehr gut möglich, deswegen, ich habe keine Ahnung. Ach so, ach, hier unten ist so eine Ziege, habe ich gar nicht von oben so richtig gesehen. Aber nur gut. Friedrichs Ring, was macht der denn? Heiligkeitsstufe 5, ja, pff, ne, kannst du knicken. Immer diese Heiligkeits-Items. Das sind die schlimmsten. So. Ich will da hoch. Achso. Muss natürlich auch R1 mal drücken, sonst wird das nichts. Das meine ich auch die Stelle, die wir von der anderen Seite mal gesehen haben. Oh. Wachsen die Stalaktiten da immer wieder nach, oder was? Wow. Wow, 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 bleib mal locker da. Einfach, oh, wow. Das wird aber ganz schön brenzlig hier. Man fragt ihn, der Sonnenschein. Nein, ah, ich wollte doch da ran, aber... Oh. Naja, okay. Dann nochmal. Nochmal, nochmal, yay! Party! Werde ich bestimmt an einer anderen Stelle verkrepieren, die ich nicht kenne. Irgendwas total Banalem, was ich vorher locker geschafft habe. Oder auch nicht. So, einmal hier rüber. Vorsichtig und geduldig. Oh, war das knapp. War das knapp. Hab ich beinahe die Wand nicht mehr erwischt. Sind die jetzt einfach durch? Ich bin da, wenn auch. Was ist das hier? Anscheinend nicht weiter wichtig. Okay. Was sagst denn du dazu? Mein Sohn,
Hier in dieser Kaverne wirst drei Kreise du finden, einen unter dem anderen. Allesamt Seelen sie binden. Mhm. Fragt sie nur, wo ich diese drei Kreise da finden soll. Oh, okay. Hallo, Beatrice. Beatrice, wie auch immer. Wo bin ich? Abstieg zur Gewalt. Gewalt ist eine Sünde. Ja, doch, das kommt hin. Oh Gott, okay, jetzt wird's brutal. Sehe das schon. Mit jede Menge brutalen Waffen, Blutgedöns. Passt. Nur weiter so. Und jede Menge Blut. Hui! Ja, okay, nimm das einfach mal nicht. Ist okay. Ich kann damit klar. Einfach mal nicht das Drahtseil nehmen. Oder Doppelsprung machen. Na gut, der Doppelsprung, der mangelnde, das liegt an mir. Aber das ist ja eine andere Geschichte. So. Da hinten ist auch so eine gequälte Seele. Vielleicht sollte ich da mal rübergehen. Na, weil kann man ja mal machen. So, hallo. Trauert mich nicht mit weibischem Gefehler. Attila. Die Geißel der Menschheit. Der gefürchtete Hundenkönig ist mit jenen gefangen, die sie wünschen, ihre Seelen würden dereinst im Blut der Menschen baden. Ja, der hat definitiv eine Bestrafung verdient. So, und was? Ach so, ich hab Level Up gehabt. Okay. Sehr schön. Und noch eine Münze. Hatte ich nicht gerade schon die vierte eingesammelt? So halt an einer anderen Stelle, bin ich danach nochmal gestorben. Schuh des Nessos. Was macht der? Ist ein neutrales Dingens? Nee. Doch, Unheiligkeit. Stufe 5. Dantes Gegner können leichten Angriffen mit seiner Sense nicht mehr ausweichen. Erfahrung, das ist für Griffattacken. Komm, nehmen wir mal das. Vielleicht ist das besser. Hallo? So. Manchmal will er einfach das Seil nicht nehmen. Das wird wahrscheinlich nochmal ein Verhängnis. So. Aha. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Was ist hier? Oh. Ich glaube, das finde ich die Statue nicht so toll. Ich glaube, die sitzt fest. Aha. Warum? Gleich als Plattform nutzen, oder wie ist das gedacht? Oder macht es da irgendwas kaputt? Schauen wir gleich nochmal drauf. Alle guten Schläge sind 3 oder so. So, und loslassen. Da bricht doch die Axt ab, oder sehe ich das falsch? Machen wir nochmal. Die Axt ist einfach nicht stabil genug gebaut. Warum überhaupt hat man hier so eine Vorrichtung? Ah! Ich hätte es jetzt per Hand kaputt gemacht, aber nun gut. Wenn ihr sagt, ihr sollt das so haben, dann wird das wahrscheinlich schon so richtig sein. Rüber da! Und hier auch nochmal! Yay! Ab in den Schlund! Der Einzige, der sich freut, in der Hölle zu sein. Der Phlegeton, Fluss des kochenden Blutes.
Mit sinkenden Plattformen. Yay! Yeah. Na super. Hallo.